In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 macht sich Stefan Ernst auf den Weg. Er ist unterwegs zum Haus des Mannes, den er als Volksverräter bezeichnet. Schon am Tag zuvor war er hier, spähte mit einer Wärmebildkamera im Dunkeln das Haus aus. In dieser Nacht sieht er Walter Lübcke mit einem Tablet auf der Terrasse sitzen. Kurzurlaub in der Rhön, hat er gerade in die Suche getippt. Vom Bildschirm wird sein Gesicht im Dunkeln beleuchtet. Der Mörder tötet ihn mit einem einzigen Schuss. Eine Hinrichtung. Lange schon, wird Stefan Ernst später sagen, habe er diesen Mann gehasst. Walter Lübcke, Regierungspräsident von Kassel. Stefan Ernst wird 2 Wochen nach dem Mord festgenommen. Er ist ein den Sicherheitsbehörden bekannter Neonazi. Er gesteht zunächst, Walter Lübcke getötet zu haben, belastet auch weitere Personen, darunter seinen Freund Markus H. Beide sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft. Die Anklage gegen Stefan Ernst beruft sich auf sein erstes Geständnis, in dem er detailreich berichtete, wie er schon 2016, 17 und 18 zum Haus von Lübcke fuhr, dass er auch da eine Waffe mit sich führte und eine Kamera an der Windschutzscheibe laufen ließ, dass er 2016 den Entschluss fasste, Walter Lübcke wegen dessen Haltung in der Flüchtlingspolitik abzustrafen, dass er bewusst diesen Tag wählte, an dem die Weizenkirmes stattfand, weil er den Terror zu den Feiernden tragen wollte. Seine DNA wird auf Walter Lübckes Hemd gefunden. Sie war noch gespeichert, stand kurz vor der fristgemäßen Vernichtung. Wie geriet Walter Lübcke in den Fokus von Rechtsextremisten? 2015 begegnen sich der Politiker und sein mutmaßlicher Mörder wohl zum ersten Mal. Am 14. Oktober im Bürgerhaus von Lohfelden bei Kassel. Der Regierungspräsident Walter Lübcke informiert über die Einrichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft in einem leerstehenden Baumarkt von Lohfelden. Mitten im Publikum sitzen auch Stefan Ernst und Markus H., 2 Neonazis. Stefan Ernst hat da schon ein langes Strafregister, das ihn als extrem gewalttätig ausweist. Sein Motiv ist meist Rassismus. Und auch Markus H. ist aktenkundig. Über ihn berichtet erstmals 1993 ein Spitzel dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Es gibt Anzeigen wegen verbotener Nazi-Symbolik und Landfriedensbruchs. Beide sind über lange Zeit aktiv in der rechtsextremen Szene. Zu Stefan Ernst führte der hessische Verfassungsschutz eine Personenakte, die kurz vor der Bürgerversammlung in Lohfelden aus dem aktiven Bestand genommen wurde. Die beiden Neonazis werden an diesem Abend Walter Lübcke zum Feindbild der rechten Szene machen. Einen Beamten, den Regierungspräsidenten für die Region Nordhessen. Walter Lübcke stammt von dort. Seine Heimat war Ister. Hierher hat Lübcke geheiratet, den Hof der Schwiegereltern mit seiner Frau übernommen. Als gelernter Bankkaufmann war er dann auch Nebenerwerbslandwirt. Studierte später noch Wirtschaftswissenschaften, trat der CDU bei, machte Lokalpolitik und wird 1999 Landtagsabgeordneter. Man müsste sich mal hinsetzen, das ist exakt ausrechnen. Ich komme so auf 70, 80 Stunden. Das sind 320 im Monat. Und wenn man das durch den Betrag teilt, dann kann man sich ausrechnen. Bodenständig und bürgernah. So beschreiben ihn die Menschen, die ihn erlebten. Er ist nicht unumstritten.
Als er Windparkunternehmer wird, werfen ihm Windkraftgegner und Opposition vor, bei diesem politischen Thema nun voreingenommen zu sein. Man muss schauen, man darf ja nicht nur sich auf ein Bein stellen, man muss mehrere Beine haben. Und wenn man vom Landtag nur abhängig ist, das ist auch nicht gut. Ich muss in meiner Entscheidung frei sein. Und das ist gut, wenn man den Rücken ein bisschen frei hat. Er gibt als Landtagsabgeordneter mehrere Nebentätigkeiten an. Geschäftsführer, Gesellschafter, Landwirt. 2009 verliert er sein Mandat. Die politische Karriere scheint beendet. Dann wird er auf Vorschlag vom Parteikollegen Roland Koch zum Regierungspräsidenten von Kassel ernannt, wird Chef einer Behörde mit 1300 Mitarbeitern. Die erleben ihn als Macher, einer, der anpackt. 2015 werden dringend Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete gebraucht. Walter Lübcke, der vehement für den Ausbau des Flughafens Kassel gekämpft hat, schafft jetzt hier das erste Zeltlager in Nordhessen für 1000 Menschen. Doch keiner weiß, wie viele am nächsten Tag kommen werden. Das Optimale ist es nicht. Es ist eine Notlösung. Wir haben am Dienstag hatten wir in Gießen 8000 Asylsuchende. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir die Menschen nicht wegschicken. In jedem Ort, in dem Unterkünfte eingerichtet werden, organisiert das Regierungspräsidium Informationsveranstaltungen. Walter Lübcke erscheint dann persönlich. Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger Bescheid wissen, was hier durchgeführt wird. Wir werden auch, wenn sich das einigermaßen eingelaufen hat, da oben Tag auf eine Tür machen, damit die Leute mal schauen können. Es bleibt nicht viel Zeit, sie einzustimmen, wer da kommt. Kriegsflüchtlinge, die nichts mehr haben. Und viele sind bereit mitzuhelfen und auch sich längerfristig ehrenamtlich zu engagieren. Die Mehrheit der Deutschen heißt die Geflüchteten willkommen. Doch in Kassel ziehen in diesen Monaten auch jede Woche die Gegner der Flüchtlingspolitik durch die Straßen. Kargida nennen sie sich. Kassel gegen die Islamisierung des Abendlandes. Sie sehen die Geflüchteten als Bedrohung. Wir richten uns gegen Pläne für eine schleichende Umwandlung westlicher Staaten in eine islamische Staatsform. Immer wieder die Verschwörungstheorie. Die Regierung beabsichtige einen Bevölkerungsaustausch Deutschlands. Am 14. Oktober 2015 findet dann jene Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel statt. Walter Lübcke, seit Tagen im Dauereinsatz, ist angeschlagen von einer Erkältung. Die Flüchtlingseinrichtung soll schon am nächsten Tag aufgebaut werden. Auch die Kargida-Gruppe aus Kassel ist gekommen. In der ersten Reihe ihr Redner Michael Fiehmann. Sie provozieren den Regierungspräsidenten, der seine Erkältung erwähnt, mit »Du armer Kerl«. Lassen Sie mich erst mal ausreden. Ich bin hierher gekommen, trotz meiner kaputten Stimme und das Wandel arbeite ich auch gleich. Nein, das armer Kerl ist klar. Diese ganzen Mittel können Sie lassen. Ich bin stolz drauf, dass... Die Provokationen werden massiver. Aus den hinteren Reihen wird mit einem Handy gefilmt. Und dann kamen halt so Rufe dazwischen wie scheiß Staat und scheiß Regierung und dergleichen mehr. Es sind die beiden Neonazis, die filmen. Sie zeichnen den Satz auf, der nicht mehr aus den sozialen Medien verschwinden wird, zusammen mit den Buhrufen von Stefan Ernst. Und wir sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten, und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Man hört die Stimme von Stefan Ernst. Es ging um diese unglaubliche Aggressivität gegenüber dem Staat und ihm als Vertreter dieses Staates. Das war das, was ihn wütend gemacht hat. Nach der Versammlung trifft Lübcke noch einen Freund im Restaurant. Als er da reinkam, da habe ich gesehen, da ist irgendwas fürchterlich in die Hose gegangen. Seine ganze Freude, die er sonst immer ausstrahlte, war weg. Er war blass, er hatte Schweißperlen auf der Stirn und er war total unruhig, als er sich hinsetzte. Und dann hat er mir von der Sache erzählt. Als dann auf einmal auf seinem Handy in
Minutentakt. Ne, Beleidigungen, Morddrohungen der übelsten Sorte, ne, da aufklickten. Er hat mir das dann gezeigt und. Und dann war er natürlich so unruhig, hat erstmal zu Hause angerufen, alles Mögliche. Und ist dann relativ zügig, ist er dann losgefahren. Ne. Also so habe ich ihn, glaube ich, vorher noch nicht erlebt. Markus H. hat nach der Veranstaltung das Handyvideo auf YouTube hochgeladen. Stefan Ernst verschickt es per Handynachricht. Sie verkürzen die Aussage Walter Lübkes auf den einen Satz, den Lübke als Reaktion auf die Störer formulierte. Jetzt wirkt es, als ob er damit alle Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik meinte. Die Reaktionen im Netz kommen prompt. Ich glaube, er hatte mehr Angst um seine Frau und seine Kinder. Er ahnte schon, dass die wahrscheinlich wussten, wo er wohnt. Ne? Und. Und für Walter war ja immer seine Familie alles. Na, da hat er sich immer drum gekümmert und. Ne? Und dann der Gedanke, man könne ihn in irgendeiner Form wirklich umbringen. Das erschien ihm auch so weit weg vom Denkbaren für ihn als gläubigen Christen, für den so ein Mord eine Todsünde ist, gar nicht denkbar. Doch von nun an ist er das Hassobjekt der rechten Szene. Nur 5 Tage nach der Bürgerversammlung in Lohfelden ist Akif Pirinci der Hauptredner beim Pegida-Jahrestag. Bekannt wurde er mit Katzenkrimis. Seit 2012 ist er oft Gastredner bei rechtspopulistischen Veranstaltungen. Pirinci zitiert Walter Lübcke und erfindet einen Zwischenruf, den es so gar nicht gegeben hat. Am 14.10.2015 findet in der nordhessischen Gemeinde Lohfelden, ca. 16.000 Einwohner, ein Informationsabend bezüglich der aktuell erfolgenden Belegung von vorerst 400 Invasoren statt, an dem auch der Regierungspräsident der Stadt Kassel, Dr. Walter Lübcke, CDU, teilnimmt. Als ein Zwischenruf an seinen Unmut über die Errichtung des Erstaufnahmelagers mit den Worten "Aber das wollen wir nicht" begründet, antwortet ihm Lübcke Kohl: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen." In seinem Buch Umvolkung wiederholt Pirinci die Attacke auf Lübcke. Das Buch wird später bei Markus H., dem mutmaßlichen Mordkomplizen, gefunden. Der Name Walter Lübcke ist angestrichen. In der Gesellschaft entsteht in dieser Zeit eine Stimmung, die vor allem von der AfD befeuert wird, gegen Migranten. Wir wenden uns dagegen, eine Zuwanderung in einer so großen Zahl sehenden Auges zuzulassen, dass wir unser eigenes Land, das wir ja doch bewahren wollen, schon in wenigen Jahren nicht mehr wiedererkennen werden. Das akzeptieren wir nicht und dagegen widersetzen wir. Und Alexander Gauland bemüht dann als AfD-Bundessprecher immer wieder die These der Rechtsextremen vom drohenden Bevölkerungsaustausch. Die Bundesregierung, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Und das wollen wir nicht. Das wollt ihr auch nicht. Von dieser Partei fühlen sich Stefan Ernst und Markus H. offensichtlich vertreten. Sie besuchen ihre Veranstaltungen. Stefan Ernst klebt Plakate im hessischen Wahlkampf und spendet der AfD Thüringen, die diesen Aschermittwoch mitveranstaltet. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Weit, weit, weit hinter dem Bosporus, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen und nichts zu melden. Punkt. Eine weitere AfD-Unterstützerin ist Erika Steinbach, aus der CDU ausgetretene Bundestagsabgeordnete. Die ehemalige Parteifreundin Walter Lübkes verlinkt mehrfach das Video der beiden Nazis. Pirinci, AfD, Steinbach.
Sie sorgen für starken Widerhall über die Echokammern der Nazis hinaus. Natürlich gibt es Blasen, in denen man sich ständig neu bestätigt. Aber sie haben dann eine ganz andere Wirkung, wenn in der Öffentlichkeit gesagt wird, eigentlich haben sie ja recht, wir werden ausgetauscht, wir verlieren unsere Identität. Wenn das einen Schwung entwickelt, eine Faszination ausübt, sich verbreitet, in den Medien verbreitet, dann hat es natürlich auch für die, die dann zuschlagen wollen, eine ganz andere Bedeutung. Dann sind sie Repräsentanten dieses angeblichen Volkswillens. Wieso können Neonazis morden, obwohl sie dem Verfassungsschutz bekannt sind? Wer ist dieser Stefan Ernst, der hier in Berlin 2001 gegen das NPD-Verbotsverfahren demonstriert? Da ist er 28. Er wird immer wieder gefilmt und fotografiert von Antifa-Organisationen. Und auch der hessische Verfassungsschutz weiß damals, wo er wann auftritt. Zum Beispiel in Wunsiedel, beim internationalen Nazi-Treffen zum Gedenken an Rudolf Hess. Oder bei Aufmärschen der NPD, bei der er zu der Zeit Mitglied ist, mehrmals in Göttingen. Die Neonazi-Szene ist deutschlandweit vernetzt und organisiert. Immer wieder reist die Gruppe aus Kassel an. Und oft wird Stefan Ernst aktenkundig. Wie 2003 in Neumünster. Da wird er wegen Körperverletzung verurteilt. In Neumünster soll die Ausstellung über Verbrechen der Wehrmacht eröffnet werden. Nazis und Linke stehen sich gegenüber. Wir finden eine Frau, die Stefan Ernst damals begegnete. Sie will nicht erkannt werden, aus Angst, wieder in den Fokus von Neonazis zu geraten. Stefan Ernst attackierte ihren Begleiter. Sie wollte dazwischen gehen, dann ging er auf sie los. Er hat mich dann am Hals gepackt. Er hatte riesige Pranken und er hat mich am Hals gepackt, wie so Ungeziefer von sich weggestoßen. So dass ich wirklich echt mindestens 2 Meter, also wirklich richtig weit weggelandet bin. Und dann habe ich um Hilfe geschrien. Das hatte so etwas überheblich, verächtliches, super aggressives. Das war ganz kühl und mit einer unheimlichen Verachtung. So, und das fand ich das Gefährliche an ihm. Zu dieser Zeit führt das Landesamt für Verfassungsschutz noch die Personenakte über Stefan Ernst. Sie erweitert sich stetig. Wir haben zusammengetragen, was sie wussten. 2003 war ihnen bekannt. Ernst führte in Neumünster ein Wellenmesser mit. Er soll eine Person gewürgt haben und sei als aggressiv und gewalttätig einzuschätzen. Im gleichen Jahr? Ernst und eine weitere Person sollen eine Propangasflasche auf dem Gelände einer Firma deponiert haben, wo auch in einem Betonbunker weitere Sprengstoffe gelagert waren. . 2004 wird Stefan Ernst auf einer Neonazi-Demonstration im hessischen Gladenbach gesehen. Aus der ganzen Republik kommen Nazis in die Kleinstadt, um gegen die lokale linke Szene Macht zu demonstrieren. Stefan Ernst trägt eine Ordnerbinde. Er steht daneben, als Markus E., eine Kasseler Nazi-Größe, mit der Polizei diskutiert. Später erhält Stefan Ernst eine Geldstrafe wegen Beleidigung. Die Polizei stellt ein Messer sicher. Eintrag für 2004. Ernst hat in Gladenbach ein Messer mit sich geführt. Aufgewachsen ist Stefan Ernst in einem Dorf bei Wiesbaden. Zusammen mit einem älteren Bruder. Der Vater war Betonfachwerker, die Mutter Zahntechnikerin. Er war erst 15, als er versuchte, ein Haus, in dem Türken wohnten, in Brand zu setzen. Es kam niemand zu Schaden. Ernst erhielt nur eine Verwarnung. Dann kamen Geflüchtete aus dem Jugoslawienkrieg. Eine sogenannte Taunusfront schürte Fremdenfeindlichkeit. Brandanschläge auf Unterkünfte fanden nicht selten Beifall. Stefan Ernst machte den Hauptschulabschluss, brach danach 2 Handwerkerlehren ab und arbeitete als Aushilfe. Er ist 19, als er am Hauptbahnhof in Wiesbaden einen muslimischen Mann in der öffentlichen Toilette attackiert. Mit einem langen Messer sticht er von hinten zu. Dann dreht er ihn um, wie es im Urteil heißt,
Er rammte mit seiner rechten Hand dem Zeugen das Messer in den Brustkorb und die Bauchhöhle. Schwer verletzt überlebt das Opfer nur durch eine Notoperation. Ein Jahr darauf will Stefan Ernst eine Asylbewerberunterkunft in Brand setzen. Auf einer Wiese in Steckenroth im Taunus leben Geflüchtete aus dem Jugoslawienkrieg in Containern. Kaum waren sie aufgestellt, wurden sie beschmiert. Ernst legt eine selbstgebastelte Bombe in ein Auto und zündet es an. Der Wagen wird gelöscht, ehe die Bombe detoniert. Im Urteil werden ihm Ausländerhass, Aggression und kriminelle Energie bescheinigt, aber auch eine psychische Störung. Für die Bombe und den Mordversuch in Wiesbaden erhält er 6 Jahre Jugendstrafe. Eintrag für 1993. Stefan Ernst ist in der Lage, eine Bombe zu basteln und einen Sprengstoffanschlag durchzuführen. Nach seiner Haftstrafe zieht Stefan Ernst nach Kassel und wird in ganz Deutschland bei Nazi-Aufmärschen gesichtet. Immer zusammen mit den als militant geltenden Kasseler Kameraden. 2002 kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten am Rande einer NPD-Demonstration in Kassel. Auf den Fotos sind führende Personen der lokalen Szene neben Stefan Ernst zu sehen. Katharina König kennt sie alle. Sie hat sich im Untersuchungsausschuss zum NSU in Thüringen intensiv mit der Neonazi-Szene beschäftigt. Die in Thüringen ist eng verbunden mit der in Kassel, wo Stefan Ernst agierte. Stefan Ernst ist in gefährlichen, massiv gefährlichen Strukturen der rechten Szene politisch sozialisiert worden. Bei Combat 18, beziehungsweise im Umfeld von Combat 18, bei Platten Anna, im Kameradschaftsumfeld, innerhalb der oder im Umfeld der NPD. Combat 18. Das war der bewaffnete Arm des verbotenen Netzwerks Blood and Honor. Ihr mutmaßlicher Kopf in Deutschland ist auch auf dem Bild in der Gruppe mit Stefan Ernst, Stanley R. Combat 18 bedeutet Kampfgruppe Adolf Hitler. Sie sind weltweit vernetzt, propagieren rechten Terrorismus, glauben an die Unausweichlichkeit eines Rassenkampfes. Sie absolvieren Schießtrainings. Die komplette Ideologie der rechten Szene beinhaltet das Morden von Menschen, die als Feinde von ihnen markiert werden. Wenn mir kontinuierlich durch mein Umfeld immer wieder bestätigt wird, dass es Menschen gibt, die es nicht wert sind zu leben, dass es Menschen gibt, die die weiße Gesellschaft zerstören, dass es Menschen gibt, die an der Spitze der Zerstörung stehen, die für die Zerstörung politisch maßgeblich mitverantwortlich sind, dann haben auf unterschiedlichsten Ebenen Personen und Strukturen der rechten Szene mit dazu beigetragen, dass Stefan Ernst die Waffe gezogen hat. Ist die Kasseler Neonazi-Szene in Mordanschläge verstrickt? 2003 wird ein Geschichtslehrer, der sich antifaschistisch engagiert, frühmorgens durchs geschlossene Rollo beschossen. Das Projektil geht haarscharf vorbei. Da der Täter nicht in die Küche hineinsehen konnte, wertet die Polizei es nicht als Mordanschlag. Der Fall bleibt unaufgeklärt. Alle Beweisstücke sind heute wegen Löschfristen vernichtet. 2006 wird der türkischstämmige Halit Yozgat in seinem Internetcafé erschossen. Im Zuge der Ermittlungen vernimmt die Polizei Markus H. Ob er die Täter, den NSU, kannte, bleibt eine offene Frage. 2016 wird ein irakischer Geflüchteter in Lohfelden bei Kassel auf der Straße niedergestochen. Der Fall wird zunächst nicht aufgeklärt. Inzwischen ist Stefan Ernst deswegen angeklagt. Er streitet die Tat ab. 2019 wird Walter Lübcke ermordet. Stefan Ernst gesteht die Tat zunächst. Immer wieder Kassel. Kassel ist ein Hotspot. Dann verdichtet sich etwas. Und dann haben sie die Unterstützerszene dafür zu sagen, okay, ich schlage zu, jawohl, das darfst du. Also dieses Binnenmilieu, diese Binnenmoral der Exzesstaten, der Mordtaten, die kann da dann besonders geschehen. Der selbsternannte nationalsozialistische Untergrund tötete 9 Menschen mit Migrationshintergrund und eine Polizistin. Der NSU hatte Unterstützer, möglicherweise auch in Kassel.
Wir gehen ja davon aus, dass an allen Tatorten des NSU es eine lokale UnterstützerInnen-Szene gegeben haben muss, die die Tatorte ausgespäht haben. Beim Mord in Kassel gibt es sogar eine Skizze des Internetcafés, von der wir nicht wissen, wer sie angefertigt hat. Woher wusste der ortsfremde NSU, wer hier Inhaber war? Wenn sie Helfer vor Ort hatten, haben dann vielleicht die V-Leute des Verfassungsschutzes davon gewusst? Der Mord an Halit Yozgat ist eigentlich einer der Morde des NSU, wo die meisten Fragen eigentlich offen sind, gerade weil dann eben vom Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen und auch von Volker Bouffier persönlich als damaligen Innenminister massiv gegen Ermittlungen interveniert wurden. Aber es wäre wichtig gewesen, nach 2011 dieses Netzwerk aufzudecken, aufzuklären und auch unschädlich zu machen. Bei den Ermittlungen durften die V-Leute nicht aussagen. Der damalige Innenminister Volker Bouffier befürchtete ihre Enttarnung. Würde er das mit dem heutigen Wissen um den Mord an Walter Lübcke genauso entscheiden? Wenn man 10, 12 Jahre später ist und hat dann unter Umständen noch weitere Informationen, dann kann man nicht ausschließen, dass man dieses oder jenes noch anders gemacht hätte. Aber in der damaligen Situation konnte man nur so handeln. Und das ist nun auch hinreichend durch viele Ausschüsse und auch natürlich durch die Gerichte behandelt worden. Man mag das als unbefriedigend empfinden, aber Spekulationen helfen ja nicht weiter. Bouffier hat die Eltern von Halit Yozgat getroffen. Die Stadt Kassel hat einen Platz nach ihm benannt. Die Kasseler Neonazi-Szene blieb unbehelligt. Fragt sich der heutige Innenminister, ob der Mord an Lübcke hätte verhindert werden können? Natürlich fragt man sich, ob man irgendeinen Beitrag noch hätte leisten können, um eine solche Tat zu verhindern. Natürlich sind wir dabei, jetzt genauestens zu uns zu überlegen, an welchen Stellen müssen wir möglicherweise unseren Nachrichtendienst ein bisschen anders aufstellen, um so etwas zu verhindern. Schon im Jahr 2009 tauchen die Namen Stefan Ernst und Markus H. in einem internen Bericht über die nordhessische Neonazi-Szene auf. Zu Stefan Ernst notiert der Chef der Behörde damals, der sei brandgefährlich. Stefan E. ist auch als sagen wir mal, gefährlicher Extremist damals immer betrachtet worden. Aber nach 2009 war zumindest dem Verfassungsschutz keine Tatsache mehr bekannt geworden, die sie registriert hätten, die dazu geführt hätten, dass eine weitere Speicherung erfolgen konnte. 2009 sind sie noch im Bilde, wo Stefan Ernst in Deutschland auftaucht. Beim sogenannten Trauermarsch anlässlich des Jahrestages der Bombardierung Dresdens. Stefan Ernst ist zusammen mit Markus H. am Banner der Gruppe aus Kassel, die sich Freier Widerstand Kassel nennt und die in mehreren Verfassungsschutzberichten erwähnt wird. Im selben Jahr, am 1. Mai 2009, greifen Neonazis die Demonstration der Gewerkschaften in Dortmund an. Stefan Ernst und Markus H. werden beide festgesetzt. Stefan Ernst bekommt eine Bewährungsstrafe, weil er einen Pflasterstein in Richtung eines Motorradpolizisten geworfen hat. Das ist vermutlich der letzte Eintrag in seiner Personenakte. Weil ihm 5 Jahre lang keine neuen Vorkommnisse vorlagen, sperrt das Landesamt die Personenakte 2015. Sie ist von nun an für die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes nicht mehr nutzbar. Stefan Ernst lebt derweil scheinbar ein bürgerliches Leben. Mit Haus, Frau und Kindern in einem Stadtteil von Kassel. In der Nähe lebt auch Markus H. Von der Kameradschaftsszene scheinen sie sich fernzuhalten. Beide arbeiten zeitweise auch beim gleichen Arbeitgeber. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, sie seien abgekühlt. Das ist so ein im absoluten Widerspruch dazu, wie die rechte Szene funktioniert. Das spricht dann am Ende nur dafür, dass ihnen, wer weiß, wie viele Neonazis durch die Finger schon längst gerutscht sind. Beide haben ihre Gesinnung nie abgelegt. Davon gehen die Ermittler jetzt aus. Im Haftprüfungsbeschluss steht: H. vermittelte Ernst in enger freundschaftlicher Verbundenheit und dessen rechtsradikales Gedankengut teilend
Durch die Durchführung gemeinschaftlicher Schießübungen, aber auch die Teilnahme an politischen Demonstrationen, Zuspruch. Beide bestätigten sich darin, zur Abwendung der aus ihrer Sicht bedenklichen Entwicklungen in Deutschland sich bewaffnen und nunmehr aktiv werden zu müssen. Markus H. nimmt Stefan Ernst mit in seinen Schützenclub, wo dieser bald Übungsleiter für Bogenschießen wird. Er darf wegen seiner Vorstrafen keine Schusswaffen besitzen. Stefan Ernst kommt auch oft mit seinem Sohn zum Bogenschießen. Die Vorsitzenden des Schützenclubs schätzen ihn besonders als Jugendtrainer. Bis zum Tag der Festnahme. Waren wir alle schon ziemlich geschockt, muss man echt sagen. War ein sehr ruhiger Mensch. Ganz ruhiger Mensch war das gewesen. Eigentlich so wahrgenommen hat man als Familienmensch. Zwei Kinder. Ganz normaler Durchschnittsdeutscher im Prinzip. Auch Markus H. fiel ihnen nicht weiter auf. Aber der hessische Verfassungsschutz versuchte nach ARD-Recherchen schon 1998, Markus H. als V-Mann anzuwerben. Offenbar erfolglos, denn der hessische Innenminister sagt uns: Also wir müssen natürlich die Frage der operativen Maßnahmen eines Landesamtes, die müssen wir dort belassen. Ist die eine Sache. Wichtig ist, glaube ich, dass man klipp und klar sagen kann, sie waren nie für den Verfassungsschutz tätig. Wie kommen zwei Neonazis an Schusswaffen? Markus H. beantragt 2007 eine Waffenbesitzkarte. Die Stadt Kassel verweigert sie ihm. Er klagt dagegen. Ins Urteil fließen seine polizeilichen Einträge ein. Dann heißt es: Das Gericht hat zwar keine Zweifel daran, dass der Kläger sich in einem rechtsextremen Umfeld bewegt hat und dass die Aktivitäten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Weil seine Einträge aber länger als 5 Jahre zurückliegen, wird die Stadt Kassel 2015 verpflichtet, dem Kläger eine Waffenbesitzkarte mit Munitionsberechtigung zu erteilen. Zweimal im Jahr findet in Kassel die internationale Waffenbörse statt. Auch 6 Monate nach dem Mord an Walter Lübcke. Alles für Jäger, Schützen, Waffenbegeisterte und Militariasammler. Ein Handyvideo zeigt, was man auf der Messe finden kann. Antikes, scharfe Waffen, Hitler-Porträts und andere Devotionalien der NS-Zeit. Offenbar legal, solange ein Teil der verbotenen Zeichen abgeklebt ist. Ghetto-Armbinden. Und man trifft den hessischen Landesvorstand der NPD und seinen Vorgänger. Daniel Lachmann und Stefan Jaksch, die beide auch bei Kagida in Kassel mitliefen. Alles unter den Augen der Ordnungshüter. Der hessische Innenminister versuchte, das Waffenrecht nach dem Mord an Walter Lübcke zu verschärfen. Uns lag daran, dass wir dafür Sorge tragen, dass wenn wir von jemandem wissen, dass er Extremist ist und er noch gespeichert ist, dass das ausreichend ist, um ihm die Waffe zu entziehen. Da kommt es dann nicht auf den Zeitraum an, von wann die Erkenntnis ist, sondern es kommt alleine auf die Tatsache an, dass er gespeichert ist. Das war unser Ziel, das haben wir jetzt noch nicht erreicht. Es gibt noch nach wie vor Rechtsextremisten, die waffenrechtliche Erlaubnisse haben. Wir gehen dagegen vor mit unseren Waffenbehörden. Und wir hätten uns gewünscht, dass es uns noch leichter gemacht würde, diejenigen zu entwaffnen durch ein noch schärferes Gesetz. Aber wir werden jetzt den gesetzlichen Rahmen, soweit er uns es ermöglicht, ausschöpfen. Fast 900 Rechtsextreme und 530 Reichsbürger besitzen legal Waffen. Und Markus H. hätte auch mit dem neuen Gesetz wohl noch die Waffenbesitzkarte bekommen. Jeder Waffenbesitzer kann jederzeit einer Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen werden. Bei Markus H. prüfte die Waffenbehörde zuletzt 4 Monate vor dem Mord an Lübcke, ob er seine Waffen ordnungsgemäß aufbewahrt. Es gab keine Beanstandung. Markus H. besaß viele Waffen. Er handelte mit Waffenzubehör und vermittelte Stefan Ernst mutmaßlich den Kontakt zu einem Waffenhändler.
Stefan Ernst legte sich illegal mehrere Schusswaffen zu. Die Anklage wirft Markus H. vor, dass er es spätestens ab Juli 2016 für möglich hielt, dass Stefan Ernst einen politischen Entscheidungsträger aus fremdenfeindlichen Motiven töten werde. So steht es auch schon im Haftprüfungsbeschluss. Auch Markus H. selbst soll Mordgedanken geäußert haben. Seine Ex-Lebensgefährtin erzählt den Ermittlern, Markus H. habe gesagt, dass er sich für den Fall der Diagnose einer schweren Erkrankung mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft sprengen und möglichst viele Kanaken mit in den Tod nehmen werde. Jeder Schütze im Verein protokolliert, wann er mit welcher Waffe am Schießstand ist. Es wird in ein Buch eingetragen. Am Tag vor dem Mord an Walter Lübcke kommt Markus H. zum Schießen. Und 5 Tage danach wieder. Er benutzt ein 9mm Kaliber. Es entspricht dem der Mordwaffe. Stefan Ernst bestreitet inzwischen, der Mörder gewesen zu sein. Sein Geständnis hat er widerrufen. Sein neuer Anwalt verkündet die neue Tatversion. Er behauptet nun, sie seien zu zweit gewesen, hätten Walter Lübcke nur eine Abreibung verpassen wollen. Er habe seine Waffe dabei gehabt, sie aber Markus H. übergeben. Es soll ein Streitgespräch gegeben haben. Walter Lübcke sei aufgestanden, um Hilfe zu rufen. Daraufhin soll sich der Schuss aus der Waffe gelöst haben. Versehentlich. Dass sich ein Schuss gelöst hat. Von selbst. Von selbst. Also das kenne ich in den ganzen Jahren, habe ich das von keinem gehört, dass das passiert ist. Auch die Ermittler halten diese Version nicht für schlüssig. Der Schusskanal passt nicht dazu. Die Ermittler gehen die ungeklärten Mordanschläge in Kassel noch einmal durch. Auch den, wo ein unbekannter Radfahrer einen irakischen Flüchtling niederstach am 6. Januar 2016. Der Tatort lag in der Nähe von Ernsts Wohnung. Das Opfer kam aus der Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden. Stefan Ernst erzählt im ersten Geständnis, dass er am selben Tag unterwegs war, voller Wut gegen Geflüchtete wegen der Silvestervorfälle in Köln. Jetzt findet die Polizei das Tatmesser mit DNA-Spuren des Opfers in seinem Haus. Doch schon 2016 müssen sie einen Verdacht gehabt haben. Wenn sie eben darauf kommen, in Kassel wird ein geflüchteter Mensch mit einem Messer angegriffen, wen befragen wir, dann gehen wir zu Stefan Ernst und lassen uns auch mal dessen Fahrrad zeigen. Also das heißt, so richtig vom Schirm runter war er nicht. Und er war eben auch weiterhin punktuell absolut aktiv als Neonazi. Es ist die Frage, warum er dann nicht beobachtet wurde. Unbeobachtet läuft Stefan Ernst 2018 bei einer großen Demonstration der AfD mit, wieder zusammen mit Markus H. Der sogenannte Schweigemarsch in Chemnitz instrumentalisiert den Totschlag an dem Deutschen Daniel H. durch einen Syrer. Die rechtsextreme Terrorgruppe Revolution Chemnitz gründet sich in diesen Tagen. Gewaltbereite Rechtsextreme aus allen Teilen Deutschlands im Schulterschluss mit einer im Bundestag vertretenen Partei. Vereint in Rassismus. Was man sagen kann, ist, dass die AfD augenzwinkernd zugelassen hat, dass terrorbereite Netzwerke mit ihnen zusammen demonstriert haben. Und das passt zu einem Buch, das Björn Höcke wenige Wochen zuvor veröffentlicht hat, nämlich ein Buch, in dem er für ein riesiges Remigrationsprojekt eintritt, das alle Kulturfremden betreffe, so schreibt er, also in seinem Sinne alle Asiaten und alle Afrikaner. Und das durchgeführt werden solle, wenn man an der Macht sei. Das heißt, es ist ein Konzept, ein politisches und strategisches Konzept ethnischer und politischer Säuberung. Chemnitz könnte Stefan Ernst und Markus H. bestätigt haben, sie stehen nicht mehr am Rande.
das war ein riesiges Fanal, also eine Anfeuerung für diejenigen, die dann sagten, jetzt ist Zeit zuzuschlagen. Stefan Ernst erzählt den Ermittlern, Markus H. habe in Chemnitz gesagt, Leute wie Lübcke seien schuld, dass dieser Mord eines Syrers an einem Deutschen geschehen konnte. Erika Steinbach, die inzwischen für eine AfD-nahe Stiftung arbeitet, stellt im Februar 2019 Lübkes Satz noch einmal auf ihre Facebook-Seite und löscht fremde Kommentare wie diesen nicht. Sie habe ihn gar nicht gesehen, sagt sie später. Wenn in dem Posting, das sie nicht gelöscht hat, ihre Wut auf Lübke formuliert wird und gleichzeitig eine Walter-Pistole gezeigt wird. Das eigentlich ist es ein geposteter Mordaufruf. Nach dem Mord an Walter Lübcke geschehen in Deutschland weitere Mordanschläge von rechts. In Wächtersbach in Hessen schießt ein Mann aus rassistischen Motiven auf einen Eritreer. In Halle entgehen am jüdischen Feiertag Yom Kippur 52 Menschen in der Synagoge knapp einem antisemitischen Anschlag. Der Täter tötet aber eine Passantin und einen jungen Mann im Dönerladen. In Hanau werden bei einem rechtsterroristischen Anschlag 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Im Internet verbreitete der Täter rassistische Vernichtungsfantasien. Der Bundestag legt wegen Hanau eine Schweigeminute ein. Und der Innenminister sagt nun: Die höchste Bedrohung in unserem Lande geht vom Rechtsextremismus aus. Lange haben er und die Behörden gezögert. Am 23. Januar 2020 wird Combat 18 in Deutschland endlich verboten. Dann Razzien und Verhaftungen. Bei der rechtsextremen Terrorzelle Gruppe S. Bei der Reichsbürgergruppierung Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Die Mitglieder von Revolution Chemnitz werden zu langen Haftstrafen verurteilt. Und der hessische Verfassungsschutz überprüft jetzt alle gesperrten Personenakten von Rechtsextremen. Die Akten von 15 Personen aus der nordhessischen Neonazi-Szene, die bislang als abgekühlt galten, wurden in den Bestand zurückgeholt. Bundesweit gelten 12.700 Rechtsextreme als gewaltbereit. Nun soll der Prozess im Mordfall Walter Lübcke beginnen. Daran will auch seine Familie teilnehmen. Bislang haben sie die Öffentlichkeit gemieden. Selbst die Veranstaltung, bei der ihrem Mann und Vater posthum die höchste Auszeichnung des Landes verliehen wurde, war eine emotionale Belastung. Jetzt werden sie sich vielleicht die Auslassungen der mutmaßlichen Täter anhören müssen. Jede neue Nachricht, die zur Mordtat und zu ihrer Planung bekannt wird, wühlt auf und belastet die Familie. Sie werden Nebenkläger sein, weil sie den Angeklagten in die Augen sehen wollen. Die Nebenklage ist symbolisch auch ein Engagement gegen Hass und Gewalt, ein Engagement gegen Rechtsextremismus und ein Klima der Angst. Ganz im Sinne von Walter Lübcke. Dem Volker Bouffier wegen seines Engagements für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit die Wilhelm-Leuschner-Medaille posthum verliehen. Für die Verteidigung demokratischer Werte, die er mit seinem Leben bezahlte.